Schildkrötenpanzer. Ich bin Julian. Hab ich CP und stell mein Tagesgeschäft vor. Hallo, ich bin Tina, die Mama von Julian. Und wir helfen Julian jeden Morgen, das Tageskorsett anzuziehen. Möchtest du das Korsett einfach mal zeigen? Ja. Dann mach das mal. Kannst du ganz stolz zeigen. Damit sitzt du im Rollstuhl. Und wie sitzt du da? Krumm oder? Gerade. Genau richtig. Guck mal, kannst du noch einmal hochmachen, wie weit das geht, dann können die das alle sehen. Zack. Das ist gut so. Das machst du spitze. Echt. Durch die Grunderkrankung ICP, also infantile Zerebralparese, kann eine Skoliose entstehen. Es ist dann eine neuromuskuläre Wirbelsäulenerkrankung, die besteht aus Muskelinsuffizienz, unzureichender Körperkontrolle und mangelnder Rumpfstabilität. Weißt du, warum du das Korsett brauchst? Ja, wegen meinem Rücken. Ist der gerade oder ist der eher schief? Der ist schief. Mhm. Und hilft dir das? Ja. Wobei hilft es dir? Beim Laufen. Genau. Und aber auch hier? Auch ja, in dem... Im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Grundsätzlich kann ich eine Skoliose mit einem Tag- oder Nachtkorsett behandeln. Zusätzlich kann ich nur Physiotherapie beantragen über die Krankenkasse. Individuell kann man dann auch nochmal über eine OP sprechen. Beim Korsett schaue ich primär darauf, dass mein Patient am Ende aufrecht stehen und sitzen kann, dass die Organe ordentlich ausreifen können, dass der Transfer erleichtert ist, entweder für den Patienten selber oder für die Mitangehörigen und vor allem, dass die Korrekturlagerung oder Bettung im Korsett optimal ist. Willst du auch noch erzählen, wann du das immer anhast? Hast du es auch in der Schule an? Ja, hab ich auch in der Schule an. Und immer morgens bis mittags. Wenn du dann? Nach Hause kommst. Genau. Ist eigentlich schon ein ganz schön langer Tag. Ja. Hast du auch mal korsettfreie Tage? Ja, Samstag, Sonntag. Nee. Okay. Doch, ist richtig. Freitag, Samstag. Ja, freitags bis mittags. Und dann hast du frei? Samstag, Sonntag, Freitag frei. Genau. Da hast du dann richtig frei. Ja. Kannst dich richtig bewegen. Ja. Das Ziel von einer Korsetttherapie ist die Tragezeit von 120 Stunden. Das variiert aber immer je nachdem, was das Ziel von der Versorgung grundsätzlich ist. Das heißt, ich muss das am Ende auch noch mit dem Arzt absprechen. Ob man sein Korsett ein ganzes Leben lang tragen muss, ist immer so, das ist im Raum gestellt. Das ist immer je nach Schwere von der Skoliose. Man muss vor allem den Faktor Wachstum mit reinnehmen, weil die Skoliose im Wachstum progressiv ist. Das heißt, sie ist fortschreitend und kann sie verschlechtern. Das heißt, ich muss diesen Faktor immer mit reinnehmen, um dann mit dem Arzt und einmal die Physiotherapeuten festzulegen, wer wann und wie lange ein Korsett tragen muss. Hattest du eigentlich schon mal auch in der Nacht ein Korsett? Ja, halt auch mal in der Nacht ein Korsett. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Nee? Nee, weil das besser geworden habe ich. Fleißig getragen, jede Nacht. Das stimmt. Jede Nacht hast du es fleißig getragen, obwohl du das auch gar nicht wolltest. Ja. Und hast jetzt die Erlaubnis bekommen und brauchst nur noch dein Tageskorsett tragen. Ja. Weißt du was? Was schon? Dann kannst du ganz schön stolz auf dich sein. Ja, du bist so stark. Richtig gut. Darfst du sein. Und du musst auch stolz auf dich sein. Ja. Und warum bist du stolz? Weil? Ich dachte, warum? Ja, und du alles? Selber kann. Genau das. Und du schaffst das auch alles. Ja. Mhm. Auch wenn das schwer ist. Mhm. Ja.